Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Trainsim World 2020. Ein letztes Mal nehme ich euch nochmal mit hier in dem alten Simulator, denn heute erscheint Trainsim World 2, ihr Lieben. Heute Abend im Livestream ab, ja, ich denke mal 20 Uhr wird das Ganze dann stattfinden. Also, wenn ihr Trainsim World 2 hier sehen wollt, dann unbedingt heute Abend vorbeischauen. Wir sind heute RE16 unterwegs, Siegenhagen mit der BR-143. Los geht's, würde ich sagen. Keine Zeit verlieren hier. Plattenberg, wir sollen schon anhalten. Dementsprechend Tür zu und aufrüsten. Ja, das sieht schon mal gut aus. Oberleitung fahrend, Zuglichter fahrend. Das passt schon mal. Stromabnehmer heben, das macht man eigentlich zuerst. Okay, so, jetzt fahrend, Zuglichter fahrend. Jetzt passt das. So, was haben wir jetzt hier? Was ist das hier? Parkbremse gelöst, das hört sich gut an. So, Führerstandbeleuchtung können wir mal anmachen, so ein bisschen. Und Spitzensignale rechts, weiß, weiß und weiß. Und wir wollen die PZB, die Sie fahren wir mal anhaben, Richtungswender vorwärts, Bremse lösen und los geht's. Ach so, das stimmt, das war ja das mit der AFB gewesen. Ah. So. Das war ja das mit der AFB. Da war ich mir jetzt unsicher. Eigentlich habe ich was angeschaltet, aber irgendwie funktioniert das nicht. Großartig. Weil normalerweise sollte er mir jetzt die Signalbilder anzeigen. Aber wie ihr seht, funktioniert das Ganze nicht. Wo ich das gerne mal testen würde wollen. Wartet mal, ich gehe mal ganz kurz mal in die Option, schalte das Ganze mal hier an. So, anlegen. Ach, da oben zeigt er mir das an. Ah, perfekt. Ja, für Leute, die Schwierigkeiten damit haben, ne? Ach so, aber das Vorsignal musst du ja auch bestätigen. Zeigt mir halt nur das Hauptsignal an. Aber wenn das Hauptsignal schon gelb zeigt, dann müsste das Vollsignal dann auch irgendwann gelb zeigen. Oder? Ich weiß es nicht, Leute. Das werden wir jetzt dann gleich alles testen. Aber ich brauche hier echt Hilfe, weil ohne geht's nicht. Habt ihr mitbekommen, jetzt in der letzten Folge hat es ja dann wieder geknallt. Und dementsprechend, ja, war es das wieder gewesen. Echt ärgerlich sowas, echt ärgerlich. Die Sifa ist aber hier ein bisschen. Anstrengend hier. Die kommt zu kurz. So. Ich finde das ja auch schön, dass es halt nicht so die Zinn einfach mittendrin knallt, sondern da oben einfach rechts in der Ecke ist. Denk mal, das ist ein guter Kompromiss. Wenn es funktioniert. Toi, toi, toi. Ich glaube, die sind wir im Livestream gefahren. Im vorletzten Livestream.
voll durchgefallen. Voll durchgefallen hier. Aber ich habe sie sogar dann abgebrochen. Also, jetzt hätte ich wahrscheinlich einen Counter gebraucht. Einfach mal zu gucken, wie viele Fails haben wir hier. Wie gesagt, an sich habe ich es ja wirklich verstanden, scheinbar mit der PZB, wie das Ganze funktioniert. Aber wie gesagt, wenn du das halt echt nicht siehst, kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. Ja, da kannst du das ganze System noch so verstanden haben, wenn du es halt einfach nicht siehst halt, ja. Viel zu früh gebremst wahrscheinlich. Jeden Tag hören müsste, ich glaube, ich würde Albträume kriegen davon. Von den Tönen irgendwann, oder? Muss man sich aber natürlich auch auf die Geräte da oben verlassen können, ja. Das kommt ja auch immer noch dazu. Aha. Springt sie nicht an, das ist ja interessant. Also wäre die PZB jetzt auch angegangen, oder? Bis 85 oder sowas, ne? Zum Beispiel das, was der Danilo letztes Mal meinte im Livestream, dass das ganze System hier echt fehlerhaft ist, teilweise. Ja, stelle ich das ein. Ach hier, ne? Genau. Ist aber fies, dass er die Vorsignale nicht anzeigt.
Ja. Oh, vorbei. Oh, ich voll Leistung. Ah ja, wo macht man die Tür auf? Ah ja, rechts in Riegeln. Ach, da unten. Ah, okay. So, können wir schon mal auf 110 schalten. Fahrgäste einsteigen lassen, bitte. Und ja. Wie lange dauert denn unsere Fahrt heute eigentlich? Schauen wir mal. Oh ja, Leute, da haben wir ein bisschen was zu tun heute. Naja, ist Abschlussfahrt. Kriegen wir hin. Ist die Abschlussfahrt. Oh Mann. So, Werdohl. Das ist unser nächster Stop. Ach, kalter Kaffee ist voll eklig. Eieieiei. Ich muss aber sagen, ich fühle mich tatsächlich ein bisschen wohler mit oben rechts, ne, mit der kleinen Hilfe. Ich habe vorher schon irgendwie mal drauf gekommen, bin, das mal zu aktivieren. Jetzt mir vielleicht schon von vornherein ein bisschen einfacher gefallen oder sowas. Weil das kann ja nicht gelb sein, wenn das nächste Signal grün ist, oder? Geht doch nicht, ne? Dann müsste doch das Vorsignal dann auch dementsprechend gelb sein. Oder liege ich da falsch? Oh, diese SIFA, wirklich. Nächste Station. Werdohl. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Werdohl. Doors opening on the left. The left, okay.
Jetzt hier zum Beispiel so eine schöne Mozart-Ansage oder sowas, das wäre genial gewesen. Viel zu hart gebremst. Aber er hat mal gesagt, Wiederholer müssen immer bestätigt werden. Mann, diese SIFA, weißt du, wirklich, gib mir ein bisschen auf den Senkel. Nicht befreien, wenn der 1000 Herzmagnet noch an ist. Ja, Leute. Man lernt halt irgendwann mit dazu. So. Ich wollte mich nämlich gerade schon wieder freigeben hier. Aber ist ja noch nicht. Ja. Gut. Uiuiui.
Nicht wegen so einem Pech jetzt hier Zwangsprogramm so kassieren oder sowas. Sieht schon cool aus, wa? Also dieses ganze Grün und alles sowas. So, grünes Signal. Oh, zeigt uns gar nichts mehr an. So, 70 in weiter Entfernung. Jetzt weißt du, warum die Fahrt so lange dauert, wenn du hier nur mit 80 herumgondeln kannst. So, vielleicht wird es noch langsamer, mit 70 geht es weiter denn. Mäm. Thank you.
70. Fahren Sie mit begrenzter Geschwindigkeit weiter. Alles klar. Was auch immer. Du kommst aus dem Menü nicht mehr raus. Und wenn du erneut Tab drückst, vielleicht ESC oder sowas. Nächste Mal, falls ich da wieder aufkomme. Sogar richtig eingestellt.
Ach, bin ich schon. Die Sifa. Sudele. Lädt Mate. Vorletzter Stop. Das Bremsen bei dem hier, das ist, das habe ich noch nicht raus hier. Aber ich sehe, wir kommen mit gar nicht so viel Verspätung an, eher Verfrühung. Das ist doch mal was. Sogar pünktlich. Na, das ist doch mal was. So, wunderschön, wunderschön. Da kommt jetzt Endhaltestelle Hagen. Schöner Güterzug rauscht hier vorbei. Ach, einsteigen, einsteigen, einsteigen. So sicher ist sicher, ja, einmal zu viel gedrückt, dann zu wenig. So, mit 90 geht's dann weiter. Ja, der Abschied hier, Leute. Abschied, Abschied. Transom World 2020 geht zu Ende. Die letzten 9,8 Kilometer, die wir uns jetzt hier vor uns haben.
Danach geht's mit Transom World 2 weiter. So, grün. Das ist ruckelgleich, ne? Das sehe ich. Oh. Was war das? Was war doch jetzt? Oh, einmal nicht hingeguckt, weißt du? Keine Ahnung, was es war. Ich habe nur ein gelbes Schild gesehen. Die Geschwindigkeitsbeschränkung, aber was genau war. Wenn die Zwang so kommt, dann kommt sie halt, ne? Kann man nicht ändern, wäre ja nichts Neues. Endstation. Wir danken uns für Ihre Fahrt mit dem DBG und hoffen, dass wir Sie bald wieder an Bord unserer Züge begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Hagen Hauptbahnhof. Attention please. We are now approaching the last stop of the line. All passengers are requested to leave the train. Doors opening on the right. Didik, 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 didik.
Der war ein bisschen sehr kurz, oder? Der Kollege, der gerade an uns vorbeigefahren ist. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gut, was sie da gemacht haben. Ich weiß nicht, warum ich da nicht schon vorher drauf gekommen bin, das mal einfach anzuschalten. Siefer.
So, 44 sollen wir anhalten. So eine ganze Minute. Wundervoll. Türwahl rechts. Türen öffnen und hup, hup. Ich glaube, das war die erste Fahrt tatsächlich, die wir ohne Zwang so durchgekommen sind. Also das funktioniert ganz gut. Also das lasse ich dann zukünftig dann an. Also wenn wir Transom World 2 spielen sollten und die Funktion gibt es dort, dann werden wir sie auch dort benutzen. Teilweise hat es mir jetzt gerade so ein paar Mal jetzt so das Papierchen gerettet. Einmal, da hat er mir das natürlich angezeigt. Wo wir runterbremsen mussten auf 50, da war das dementsprechend jetzt, hat man es natürlich nicht gesehen. Aber da ich ja gesehen hatte, dass da eine 50er Ankündigung war durch dieses Schild, glaube so dieses Setting passt ganz gut. Also so sehe ich dann halt auch den Unterschied zwischen ja, Rot und Grün halt, ne? Und entsprechend sollte man dann zukünftig dann weniger Zwangsbremsung haben. Und das war jetzt hier, wie gesagt, durchgekommen sind, freut mich natürlich umso mehr. Und die Folge ist fast einfach 50 Minuten lang. Aber wie gesagt, zum krönenden Abschluss können wir das hier gerne mal in Kauf nehmen. Leute, wir sehen uns heute Abend dann zum Livestream dann hoffentlich wieder mit Transom World 2. Also wenn ihr euch dafür interessiert, unbedingt wieder einschalten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, Leute, und sage Tschüss.